Hallo und herzlich willkommen bei Sportnews TV. Heute mit einem etwas anderen Moderator, dafür aber mit diesen Themen. Nach anderthalb Monaten Verletzungspause hat sich Andreas Seppi beim Masters-Turnier in Rom eindrucksvoll zurückgemeldet. In der ersten Runde behielt er gegen Vasek Pospisil mit 7:6, 7:6 die Oberhand. Karin Knapp zog dagegen gegen Barbora Strikova mit 2:6, 2:6 den kürzeren. Obermaiz hat es geschafft. Nach dem 0:0 am letzten Sonntag gegen Latz von Zverdings stehen die Meraner zwei Spiele vor Schluss als Landesligameister fest. Trainer Martin Klotzner beschrieb diesen denkwürdigen Erfolg mit folgenden Worten. Natürlich eine persönlich riesige Genugtuung. Es war extrem schwer, es war auch viel schwerer als wir vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren waren wir sehr unbekümmert und waren eine junge, aufstrebende Mannschaft, die auf Teufel komm raus gespielt hat und es ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Aber heuer war es schwer. Und man muss auch mal sagen, die Mannschaft, FC Omas hat noch nie so viele Punkte gemacht wie heuer. Und deshalb muss man schon einmal ein großes Kompliment und ein Lob in der Mannschaft aussprechen. Am letzten Freitag fand in Bozen die alljährliche Mitgliederversammlung des VSS statt. Mit dem Jahresmotto Sport ist wertevoll will der Verband künftig die wichtige Arbeit der Sportvereine ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellen. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden mit Ruth Meier und Karl-Heinz Goller auch die beiden Trainer des Jahres ausgezeichnet. Meier ist Leichtathletiktrainerin beim SSV Bruneck, Goller dagegen Coach beim SC Gröden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut.